Kommunikation ist Privatsache. Eigentlich geht es niemandem etwas an, mit wem wir telefonieren, wem wir eine Mail schicken oder welche Webseiten wir aufrufen. Doch wir hinterlassen Spuren, Verbindungsdaten. Und für die interessieren sich immer mehr Neugierige, auch der Staat. Unsere Daten sollen helfen, Kriminellen das Handwerk zu legen. Dafür soll ein Gesetz die Telekommunikationsüberwachung in Deutschland neu regeln. Entworfen wurde es hier im Bundesministerium der Justiz. Kritiker sehen darin den nächsten Schritt Richtung Überwachungsstaat. Erfasst werden sollen nämlich nicht nur die Daten Verdächtiger, sondern aller Bundesbürger. Die Ministerin beschwichtigt. Schließlich bedürfe es weiterhin eines richterlichen Beschlusses, um die Daten zu nutzen. Ich denke, man muss sich zunächst mal klar machen, dass heute bereits die Daten der Telekommunikationsteilnehmer genauso gespeichert werden, nur zu Abrechnungszwecken. Und dass auch dann, wenn ein richterlicher Beschluss vorliegt, auf diese Daten zugegriffen werden kann. Wir werden künftig die Speicherung aber nicht nur für 90 Tage haben, sondern für 180 Tage. Ansonsten ändert sich ja im Wesentlichen nichts. Jan Münnikes weiß es besser. Sein Verband vertritt viele Unternehmen der Telekommunikationsbranche. Und die müssten künftig deutlich mehr Informationen aus den Rohdaten fischen als bisher. Das, was wir heute speichern, sind Abrechnungsdaten. Das heißt, Sie sind Kunde bei einem Unternehmen wie zum Beispiel der Call Telekom. Dort werden 90 Tage auf Vorrat gehalten, die Abrechnungsdaten, die für Ihre Rechnung wichtig waren. Alle anderen Daten vergessen wir. Die brauchen wir nicht. Deshalb speichern wir sie auch nicht. Beispiel Handy. Bisher werden nur die gewählten Rufnummern gespeichert. Künftig sollen die Mobilfunkprovider auch aufzeichnen, wer wen angerufen hat und wo sich die Gesprächspartner aufhielten. Bei Mails will der Staat wissen, von wem sie stammen. Und jeder Ausflug ins Internet soll dokumentiert werden. So ließe sich rekonstruieren, wer wann welche Webseite besucht hat. Sensible persönliche Daten, für die sich natürlich nicht nur Ermittler interessieren. Das Missbrauchspotenzial ist hoch. Wenn es dann darum geht, genau die Kommunikationsbeziehungen von Personen abzubilden, das könnte ja ein Interesse sein, gerade von Unberechtigten, dann können die Folgen für den Einzelnen schon ziemlich schlimm sein, weil das doch sehr viel Aufschlüsse über Interessen und Probleme des Einzelnen gibt. Kriminelle dagegen können die Überwachung leicht umgehen. Ob Telefonzelle, Internetcafé oder Anonymisierungsdienst, Ausweichmöglichkeiten gibt es viele. Das Problem ist eher, dass diejenigen, die sich nicht schützen können, die jetzt nicht über Anonymisierungsdienste gehen oder mit ihren Handykarten jonglieren, also die ganz normalen Nutzer, auf diese Art und Weise letztlich die Hauptbetroffenen sind von der zusätzlichen Speicherung. Doch auch Normalbürger können anonym ins Internet, zum Beispiel über das Tor-Netzwerk, entwickelt von Roger Dingeldine. In Ländern mit Internetzensur wird es intensiv genutzt. Wir haben ein System, das die Leute anonym surfen oder kommunizieren lässt, sodass Schnüffler nicht wissen, welche Seite sie besuchen und die Seitenbetreiber nicht wissen, wo sie herkommen. Und das funktioniert so. Jede Anfrage an das Internet wird über mehrere Server geleitet, die zum weltweiten Tor-Netzwerk gehören. Der erste weiß nicht, welche Webseite angesteuert wird. Der letzte kennt das Ziel, weiß aber nicht, wer es aufgerufen hat. Mit dem sogenannten Privacy-Dongle können auch Technik-Laien das Tor-Netzwerk nutzen. Auf dem 20 Euro teuren USB-Stick ist Tor-Park installiert, eine fertig konfigurierte Version des Webbrowsers Firefox und der Tor-Software. Einfach den Browser anklicken, schon ist man anonym im Netz. Einziger Nachteil, Webseiten bauen sich langsamer auf. Was dann noch im Rechenzentrum ankommt, ist für Ermittler nicht mehr brauchbar. Gespeichert werden müsste es dennoch. Die Vorratsspeicherung würde riesige Datenmengen auf die Festplatten der Provider schaufeln. Das treibt die Kosten. Je schneller Sie eine Information haben wollen, je mehr wir zu speichern haben, je umfänglicher auch die Ansprüche sind der Ermittlungsbehörden, umso teurer wird es. Könnte das Internet dadurch teurer werden für die Kunden? Definitiv ja. Und die Ansprüche wachsen bereits. Mit den gespeicherten Daten will die Justizministerin nämlich auch die Verfolgung leichter Straftaten wie etwa Urheberrechtsverstößen oder Stalking ermöglichen. Was ursprünglich für Terroristen gedacht war, soll nun also schon bei Telefonterror greifen. Kritiker warnen vor einer immer umfassenderen Nutzung der Daten. Auf der Strecke würde die Privatsphäre bleiben. Ich kann mir andererseits auch vorstellen, dass die Gesellschaft, dass die Medien, dass auch die Politik aufwachen und die Frage vielleicht dann auch etwas anders beantworten, wenn sie sich der Konsequenzen einer immer weiter zunehmenden Überwachung bewusst werden.
Derzeit handelt es sich nur um einen Entwurf, der noch durch das Gesetzgebungsverfahren und danach wohl vor das Bundesverfassungsgericht muss. Denn 10.000 Bürger haben bereits Verfassungsbeschwerde angekündigt.